doch mal. Was ist falsch mit dir, du Spasti? Voll Idiot. Wer fährt denn so nah auf, Alter? Wie kann man denn so scheiße sein, Alter? Ich fahre nach 100er Zone 110, der Spasti fährt sowas von aggressiv nah auf. Einsamer Hurensohn, Alter. Jo, was ist mit den Behinderten falsch? Oh, Alter, ich raste aus. Was ist mit den Leuten falsch? Ich könnte komplett ausrasten. Der Typ, eben der verfickte Audi-Fahrer, ist mir ungefähr so ein Stück raufgefahren, dass ich noch so ein Stück hatte. Und der BMW-Fahrer von eben, der war ungefähr anderthalb Meter auf meiner Spur. Fährt er mir so nah auf? Ich bin schon über 100 gefahren. Spasti, ey. Außerdem konnte ich ja nicht rechts rüber, weil da ein Audi gefahren ist. Ja, heute ist wieder Tag der behinderten Fahrer. Das ist in letzter Zeit ein bisschen oft. Er steht hier auch komplett behindert. So, warum ihr, vielleicht wundert ihr euch, warum ich jetzt nicht fahre, obwohl die alle blinken. Oder die vorderen zumindest. Ich hab's, glaube ich, schon mal gesagt. Viele entscheiden sich im letzten Moment um und fahren dann doch. Guckt euch diesen Wichser an. Guckt euch diesen, habt ihr das gesehen? Normalerweise ist es so, du fährst rüber und hast Vorfahrt. Wenn du abbiegst, musst du demjenigen auf der gegnerischen Spur ja Vorfahrt gewähren. So was macht er? Er fährt halb los und bleibt dann mitten auf der Straße stehen. Wie dumm kann man denn sein? Das heißt, er steht mitten auf der Straße, du willst gerade losfahren. Und dann stehen beide mitten auf der Straße und keiner weiß, was er machen soll. Und das ist eine Zone, das ist eine 70er-Zone. Das ist eine 100er-Zone und für die, an der Stelle ist es für 200, 300 Meter gedrosselt auf 70 und trotzdem fahren die Leute da halt mit 80 durch. Wer soll denn mit 70 durchfahren? Du hast da keine Chance auszuweichen oder zu bremsen, wenn du es zu spät siehst. Und das ist echt maximal asozial, die Leute, die da halb auf der Straße fahren und keine Vorfahrt gewähren. Und das passiert oft. Und da gab es schon oft Unfälle und auch viele Tote. Allein in diesem Jahr sind da bestimmt 4 Leute gestorben. Weil die Leute einfach zu dumm sind, weil die Leute am Leben vorbeilaufen. Naja, genug aufgeregt.